Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, es ist nicht gerade das ideale Grillwetter. Es ist am Regnen. Gott sei Dank stehe ich hier so einigermaßen wettergeschützt. Aber was soll's. Wir grillen trotzdem. Show must go on. Ihr habt es vielleicht in der Beschreibung, im Titel schon gelesen. Ich will heute mal wieder was ausprobieren. Und was das ist, wie ich das mache und ob es was wird, das gucken wir uns gleich an. Viel Spaß! So, ich will heute mal ein falsches Filet zubereiten. Und zwar habe ich mir das Rezept bei Barbecue aus Rheinhessen abgeguckt, Udenheim Barbecue. Den Kanal verlinke ich euch mal unten. Schöne Grüße an Jörn von dieser Stelle, danke fürs Rezept. Und ja, ich will das falsche Filet jetzt auf dem Gasgrill zubereiten und dort auch smoken. Dazu brauchen wir natürlich so ein paar Zutaten, ist klar. Es ist nicht viel, was wir dazu brauchen. Wir brauchen einmal hier, klar, das falsche Filet. Dann ein bisschen Senf. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich werde das Ganze mit dem Jack Daniels Beef Rub würzen. Und nachher kommt das mit Apfelholz von Weber gesmoked. Und ja, wir gucken mal, ob es was wird. Das falsche Filet ist ja eigentlich nicht dafür da, um so gegrillt zu werden oder so. Das ist eher ein Schmorstück. Ihr seht, wir müssen das Ganze erstmal noch ein bisschen befreien von Sehnen und Silberhaut. Dazu nehmen wir uns ein Messer und fahren damit so nah wie möglich an der Sehne dran längs und schneiden das erstmal ab. Wir wollen dann natürlich dann so wenig Fleisch wie möglich wegschneiden, weil das Fleisch wollen wir ja haben, aber die Sehne, die können wir nicht gebrauchen, weil das ist einfach zu, das ist einfach zäh und Schuhsohle. So, das mache ich jetzt erstmal. Und wenn ich damit fertig bin, dann geht's weiter. Ich habe das Stück jetzt hier soweit pariert. Und das Problem dabei ist, ich habe hier in der Mitte verläuft auch noch eine Sehne, die kriege ich jetzt nicht rauspariert. Dafür müsste ich das Stück auseinanderschneiden. Das möchte ich nicht. Ich werde das jetzt erstmal würzen. Und dazu nehme ich mir ein ganz klein wenig Senf. Und von dem Jack Daniels Beef Rub auch noch ein bisschen. Es wird jetzt erstmal einfach nur hier mit dem Senf eingerieben. Der Senf ist einfach nur dazu da, um dass der Rub da ein bisschen besser drauf hält. Und soll ein bisschen Geschmack abgeben. So, dann machen wir mal den Deckel auf. Bestreuen das Ganze ein bisschen. Thank you.
So. Und dann kommt das gute Stück erst einmal in eine Schale. So. Und ab in den Kühlschrank. Denn jetzt befüllen wir uns unsere Räucherschale. Räucherchips. Die sind jetzt übrigens von Weber. Da könnt ihr euch allerdings die Räucherchips nehmen, die ihr gerade habt oder die ihr meint oder die ihr mögt, besser gesagt. Ich finde die hier ganz gut und ich verlinke euch das mal in der Infobox bzw. in der Videobeschreibung. Da packe ich euch meinen Link zu diesen Chips rein. Und wenn ihr die haben möchtet, könnt ihr die gerne über diesen Link kaufen. Da unterstützt ihr mich noch ein bisschen dabei, meinen Kanal ein bisschen. Und das kostet euch keinen Cent extra. Nur ich bekomme da ein bisschen Provision und ja, ihr unterstützt mich ein bisschen. So. Ich heize jetzt den Grill erstmal vor und zwar regle ich den ein so auf, naja, 120 Grad. Dazu werde ich nur einen Brenner starten und ich packe die Räucherchips direkt drauf, damit die anfangen können zu smoken. Und wenn dann nachher der Grill eingeregelt ist und die Chips am Qualmen sind, dann hole ich euch wieder und dann packen wir das Fleisch drauf. Bis gleich. So, ihr könnt es wahrscheinlich nicht sehen, aber der Grill ist auf Temperatur und es wird Zeit, das Fleisch auf den Grill zu packen. Dazu nehme ich mir das und lege das Stück hier auf das Ablagerost und packe mein Kerntemperaturthermometer, den Kerntemperaturfühler, in das Fleisch und die Tropfschale kommt runter. Und dann muss ich noch eben das Maverick anschalten, also das Thermometer. Und so. Temperatur liegt jetzt momentan im Fleisch bei 10 Grad. Wir wollen nachher bei 52 bis 54 Grad wollen wir es aus dem Grill nehmen, dann wird es eben kurz eingepackt, dann muss ich den Grill aufheizen und dann wird es noch mal bei volle Pulle noch mal so ein paar Sekunden angebrutzelt, schön Röstaromen dran machen und dann schauen wir weiter und dann schneiden wir an. Bis dahin kann das Ding erstmal hier so liegen. Ich tippe mal, das kostet, dauert jetzt so vielleicht 2 Stunden ungefähr. So, hier ist das schon mal unser Stück Fleisch. Das sieht sehr geil aus. Es sieht sehr saftig aus. Es kommt auf jeden Fall schon ziemlich viel Saft raus. Wie gesagt, ich packe das jetzt ein. Klar ist zu wenig. Ist zu wenig. Dann müssen wir da noch eine Schicht drum rumwickeln. Thank you.
Das kann jetzt erstmal hier so liegen bleiben. Und ich heiz den Grill nochmal auf. Und dann haue ich das Ding nochmal rupp. So, der Grill ist jetzt auf Temperatur. Aua. Das Fleisch hatte ich jetzt noch so ein bisschen warm gehalten da drin, bis der so richtig hoch war. Jetzt packe ich das wieder aus und dann wird es angeknuspert. Alter, wenn ihr riechen könntet, wie das duftet, das ist der absolute Kracher. So. Das lassen wir jetzt erstmal noch ein bisschen anrüsten. Also saftig scheint es auf jeden Fall zu sein. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Um zu gucken, was ich nachher für eine Kerntemperatur drin habe, habe ich hier noch mal mein Thermometer liegen. Und das werde ich nachher noch mal kurz reinstecken. So, wenn ich alles so habe, wie ich das möchte. Aber das sieht schon sehr gut aus. Als Beilage gibt es übrigens wieder lecker Kartoffelsalat von meinem Schatz. Hat sie gestern gemacht. Und der weiß ich, der schmeckt. Da weiß ich es noch nicht. Und wenn es nicht schmeckt, gibt es halt nur Kartoffelsalat. Da muss ich eben noch ein paar Bockwürste machen. So, wir haben unsere Kerntemperatur erreicht und ich glaube, das sieht richtig geil aus. Ich mache jetzt mal so den klassischen Mittelschnitt, um mal zu gucken, wie es geworden ist. Und, Alter, ist das geil. Es ist richtig schön rosa von innen. Und ihr seht, der Saft, der läuft da so raus. Das ist richtig klasse. Absolut der Hammer. So. Jetzt wollen wir natürlich gucken, ob das auch schmeckt. So. Wir gucken mal. Ah, ich glaube, naja, auseinanderziehen lässt es sich. Okay. Das war mir von vornherein klar, dass es kein Filet ist. Ich hab Kräfte. Aber? Ich hab Kräfte. Und ich hab ein Kräfte. Doch, man kann das echt so machen. Ja. Es ist zart, es ist saftig. Ja, richtig Gold. Viel Gold. Ja. Vom Geschmack her. Ja. Richtig geil da Rind. Es kommt, dieser Rindgeschmack, der kommt richtig geil durch. Absoluter Kracher. Also ich denke mal, dieses falsche Filet ist tatsächlich ein unterschätztes Grillfleisch. Also man kann es tatsächlich so machen, das ist richtig gut. Und das ist so saftig. Das ist der absolute Kracher. Das ist wirklich Hammer.
Und wenn ihr das jetzt so seht, hier, also hier verläuft jetzt die Sehne. Man könnte die jetzt, hätte man die jetzt rausgetrennt, dann hätte man ein sehnenloses Stück Fleisch gehabt. Und super. Wirklich super. Wir werden das jetzt. Wir werden es uns jetzt schmecken lassen. Schön mit Kartoffelsalat. Vielleicht ein bisschen Senf. Ja, dann komm. Komm. Mhm. Krass. Einfach nur lecker. Kann ich mache immer alles essen lassen. Ah. Also das ist eine klare Empfehlung von mir. Wenn ihr irgendwo ein falsches Filet habt oder bekommen könnt, dann probiert das mal genau so aus. Das ist richtig, richtig geil. Das ist richtig, richtig geil. Also, ich bin extrem überrascht. Und du auch? Ja. Bitteschön. Ich bin wirklich extrem überrascht und es ist einfach nur klasse. So. Genug gelabert. Wenn ihr es geil fandet, lasst einen Daumen hoch da. Ein Abo wäre richtig geil. Glocke aktivieren nicht vergessen. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Nachmachen. Ach so, Kommentar unten rein. Auch super. Und wie gesagt, in diesem Sinne, ciao.